Bio beginnt im Kopf. Der Bio-Einstieg ist noch möglich, aber nicht mehr lange. Bioprodukte liegen heute voll im Trend. Bei rund 85% der Österreicher landen zumindest hin und wieder Bioprodukte im Einkaufswagen. Die Gründe, die für einen Umstieg auf biologische Wirtschaftsweise sprechen, können vielfältiger nicht sein. Ob es betriebswirtschaftliche Aspekte sind oder das Bemühen um eine möglichst nachhaltige Landwirtschaft oder das Streben nach möglichst großer Unabhängigkeit von externen Betriebsmitteln, die Umstellung auf Bio beginnt trotz unterschiedlichster Anreize dennoch im Kopf. Im Rahmen des Herbstantrags 2015 besteht heuer letztmalig bis 2020 die Möglichkeit, in die Ö-Pool-Maßnahme biologische Wirtschaftsweise neu einzusteigen. Wir sind heute im Hause Preisecker. Ich freue mich, dass der Herr Landwirtschaftskammerpräsident Hautzinger und meine Wenigkeit wieder gemeinsam eingeladen haben. Ganz wichtige Botschaften heute: Bio. Es geht um Bio-Umstieg. Wir haben die Verpflichtung, die Menschen zu informieren, und das macht ja die Landwirtschaftskammer mit einem eigenen Referat hervorragend. Nämlich, wenn Bio, dann jetzt umsteigen. Wir reden von der laufenden Förderperiode bis 2020, wo jetzt notwendig ist, gewisse Schritte zu setzen, wenn man biologisch erzeugen möchte. Wir haben uns denn deswegen auch natürlich einen super Parade, Bio-Bauernhof mit allem drum und dran, einen Bio-Betrieb gesucht. Und daher herzlichen Dank an Sie, Herr Preisecker, dass wir da sein dürfen. Ich habe mich mit Ihnen vorher schon unterhalten, ich kenne Ihren Betrieb ja schon länger. Es ist unglaublich, was da alles passiert. Wie immer Sie sich umgestellt haben, beispielsweise als die Kinder dann weg waren und so weiter. Also Sie sind einfach der Schiene Bio sehr treu geblieben. Und dafür herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen, und danke auch für die Vorbereitungen. Als Agrarlandesrätin, aber auch als Konsumentenschutzlandesrätin erlauben Sie mir, dass ich ganz deutlich kommuniziere: Bio liegt voll im Trend. Wir haben noch nie so eine Zeit erlebt. Ich habe vorher auch mit der Frau Preisecker gesprochen über Familien und den neuen Trend. Ich merke das auch als Familienlandesrätin, dass die Eltern heute ihre Kinder anders begleiten, auch in der Ernährung. Viel mehr Wert legen auf Bioprodukte, auf Qualitätsprodukte, in der Kindererziehung auch schon Wert darauf legen, den Kindern das mitzugeben. Wir reden von einem Drittel ungefähr der Familien, die das in den Mittelpunkt ihres täglichen Einkaufs stellen. Also immer mehr die Zeit ist reif für eine hohe Qualität und nicht mehr für die Quantität bei den Lebensmitteln. Die Bioprodukte liegen also voll im Trend, burgenlandweit in etwa genauso wie in Österreich. Nämlich, dass 85% der Österreicher sagen, ich will zumindest hier und da Bioprodukte. Ein Drittel sagt, ich möchte ständig Bioprodukte verwenden. Und das ist wirklich im zunehmenden Bereich. Daher Bioprodukte aus Landwirtschaft, aus biologischer Landwirtschaft, erfreuen sich absolut der Zustimmung. Wenn man 5 Jahre zurückgeht, dann sieht man, wie sich das immer mehr und mehr entwickelt. Einige Daten und Fakten aus dem Burgenland. Wir haben zurzeit 917 Biobetriebe, sind Zahlen aus 2014. Wir sind ja gerade auch im Land dabei, den grünen Bericht fertigzustellen, halten uns hier sehr genau an die Zahlen natürlich der Landwirtschaftskammer, die diese Zahlen natürlich immer als erstes hat. Das Burgenland fällt auf im Österreich-Reigen, weil es so große Bioprodukte, so große Biobetriebe hat. Wir sind im Burgenland jenes Bundesland, das so große, im Durchschnitt so große Bio-Landwirte oder Biobetriebe hat. Die durchschnittliche landwirtschaftliche Größe ist im Burgenland mit 51,4 Hektar und im gesamten Bundesgebiet, spannenderweise wusste ich auch nicht, nur 25,3 Hektar. Warum das so ist, ich weiß es nicht, vielleicht weiß der Herr Präsident da mehr drüber, aber wir freuen uns sehr über diesen Trend. Muss aber gleich am Beginn der Pressekonferenz sagen, diese Pressekonferenz heute und der Besuch dieses Biobetriebes hat nicht zum Auftakt, dass wir jetzt
die herkömmliche Betriebsführung in irgendeiner Weise schlechter haben wollen. Es muss beides gemeinsam geben. Und heute ist vor allem Bio im Mittelpunkt, weil es um die Antragstellung geht bis 2020, wo heuer das passieren sollte. Also kein eins gegen das andere, überhaupt nicht. Es braucht beides. Und beide, die herkömmliche, mögliche, traditionelle Form des Bearbeitens, aber auch Bio als eine Möglichkeit. Die Bio-Ackerfläche im Burgenland bleibt in etwa mit 192.000 Hektar ziemlich konstant in den letzten Jahren. Zugenommen hat aber der Anteil der Bio-Ackerfläche an der gesamten Invekos-Ackerfläche, nämlich gar nicht so wenig, um 14,2%. Damit konnte seit dem Jahr 2000, und das wird auch in Österreich darüber gesprochen, das Burgenland die Bio-Ackerfläche verdreifachen. Und in diesen wenigen Jahren ist das schon sehr, sehr viel. Was sind die wichtigsten Ackerkulturen? Winterweichweizen, Kleegras, Roggen, Ackerwiesen, Ackerweiden und Körnermais. Schaut man sich die Anzahl der Biobetriebe verteilt auf das ganze Burgenland an, so fällt auf, dass der große Teil, nicht überraschend für uns alle, im Bezirk Neusiedl ist. Zu Hause dort sind auch die größten Betriebe insgesamt in Österreich an Biobetrieben. Wir kennen sicher einige von diesen Betrieben schon. An zweiter Stelle steht der Bezirk Oberpullendorf mit 143 Betrieben, dann Oberwart 116, Bezirk Güssing 115, Eisenstadt und Umgebung 87, der Bezirk Mattersburg mit 54 und im Bezirk Jennersdorf gibt es 28 Biobetriebe. Besonders erfreulich ist auch, dass im Tierhaltebetrieb im Burgenland auch sehr, sehr gute Biobetriebe vertreten sind. Im Rinderbereich also insgesamt 276, im Rinderbereich 52, im Schweinebereich 40. Geflügel, das haben wir vor einiger Zeit schon betont, im Südburgenland, in Badersdorf 137, Schafe 47. Also insgesamt gibt es im Burgenland 276 Tierhaltebetriebe in der Biolandwirtschaft. Also auch hier steigt es. Warum steigt jemand auf Bio um? Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich mal jemanden gefragt, was hat die bewogen? Das ist in Oberwart ein großer Biobauer, Ackerbauflächen, irrsinnig viele. Der hat gesagt, na, Frau Landesrätin, Fakt ist, das tut man wegen vielerlei Gründe, aber es geht vor allem um eine Einstellung und eine Umstellung im Kopf. Das muss man wollen, das ist eine Leidenschaft, dazu muss man sie bekennen. Da geht es natürlich um betriebswirtschaftliche Aspekte, weil Bio einfach für Bioprodukte mehr zu erhalten ist. Denken Sie an den Milchpreis, wo man viel, viel mehr kriegt, oder an den Eierpreis, an Geflügel und so weiter. Aber das alleine ist es nicht, weil das zählt ja nicht vom ersten Tag weg. Oder dass Menschen einfach eben diese geistige Haltung zu einer nachhaltigen Landwirtschaft haben, wo die sagen, ich möchte es, ich steige aus und möchte hier wirklich nachhaltig nur mehr landwirtschaften. Oder natürlich, und das höre ich auch sehr oft, die Unabhängigkeit, weil man sich da schon eine bestimmte Unabhängigkeit schaffen kann von externen Betriebsmitteln. Wichtig ist natürlich schon auch, dass viele Betriebe, und ich merke das im Südburgenland sehr stark, dass das Betriebsführer und Führerinnen sind, die eigentlich Zuzügler sind und auf Bioprodukte hier umsteigen, die ganz klar sagen, der Konsument will was und will das, erwartet das und wir steigen dementsprechend um. Ich bin schon neugierig, warum beispielsweise der Herr Preisecker diesen Schritt vor vielen Jahren gemacht hat. So einem Schritt, wo das nicht einmal so modern war wie heuer oder wie heute. Zum Hauptthema heute. Wir haben uns deswegen, der Herr Präsident und ich, dazu entschieden, jetzt den Schwerpunkt Bio zu setzen, weil die Landwirtschaftskammer das schon ständig macht, nämlich aufmerksam machen, wenn Bio umstieg bis 2020, dann jetzt ideal. Im Rahmen des Herbstantrages 2015 ist nämlich das letzte Mal die Möglichkeit, bis 2020 in die ÖPOL-Maßnahme biologische Wirtschaftsweise neu einzusteigen. Wir reden von der ganzen Förderperiode. Und wenn man das versäumt, dann gibt es nur mehr eine Möglichkeit.
Aber ich nehme an, dass der Herr Präsident dazu sicherlich das eine oder andere noch sagen wird. Als Voraussetzung dafür, was braucht man, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte die nächsten Jahre nützen, eine Bioförderung, die natürlich höher ist, vor allem für die 3 Jahre der Umstiegszeit. Man braucht einen Abschluss eines Bio-Kontrollvertrages mit spätestens 1. Jänner 2016. Man muss sich an die Bio-Richtlinien halten, man muss natürlich den Kontrollvertrag unterzeichnen und ganz einfach per Mausklick oder am Formular, weil die Landwirtschaftskammer hat das ja alles umgestellt, mit einem Mausklick sozusagen bekennen, ja, ich möchte umsteigen und ich möchte in Zukunft ein bio-produzierender Betrieb sein. Was noch möglich ist, wir haben uns das natürlich im Vorfeld auch in der Regierung angeschaut, weil es ja auch um die Bereitstellung der Mittel geht, was jetzt den großen Ellertopf anbelangt. Was das bedeutet, möglich ist natürlich ein Bio-Umstieg noch, aber je früher, desto besser und am besten eben bis zum 1. Jänner 2016. Die Möglichkeit besteht noch in der Maßnahme UBB, umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung. Da ist es noch möglich bis zum Herbstantrag 2018. Aber das Risiko ist dann natürlich wesentlich größer. Und da gibt es dann noch die Möglichkeit, in eine noch höherwertige Biomaßnahme, also nicht in die normale Bioschiene umzusteigen. Da hängt aber dann schon wieder noch mehr Auflagen und Bedingungen zusammen. Zuletzt noch, meine Damen und Herren, bevor ich an den Herrn Präsidenten übergeben darf, Bio-Richtlinien, worum geht es? In erster Linie um die hohe Qualität der Lebensmittel. Und ich kann nur nochmal sagen, beispielsweise im Pflanzenanbau, dieser Oberwarter Biobauer, der seit vielen Jahren eben wirklich auch sein Herz dafür trägt, der sagt immer, vor allem muss man den Menschen ganz klar sagen, worauf man verzichtet im Pflanzenschutz. Und das ist natürlich nicht so einfach. Das heißt, da geht es ausschließlich um chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Man verzichtet auf stickstoffhaltige Mineraldünger. Bedingt eingesetzt werden darf nur Kalk oder Phosphor und da nur der schwerlösliche oder Kali- und Schwefeldünger und so weiter. Mit all diesen Dingen habe ich mich 15 Jahre als Umweltlandesrätin natürlich auch gerne beschäftigt. Muss aber auch hier in aller Klarheit sagen, nur das alleine ist es nicht. Es ist keine Verdammung der normalen Führung, sondern auch bei Bio, und das sage ich jetzt auch als, nicht nur als ehemalige Umweltlandesrätin, sondern auch als Konsumentenschutzlandesrätin, Bio ist auch nicht gleich Bio. Im Tierhaltungsbereich ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich genau anschaut, wie ist das Tier zu halten. Hier gibt es ganz klare Vorschriften, ganz klare Tierhaltungsrichtlinien. Unabhängig davon muss es einfach einen größeren Mindeststall und Auslaufflächen und so weiter geben. Jetzt nur kurz zusammengefasst und viele andere Dinge, das heißt viele bauliche Maßnahmen, die man treffen muss, die man normal in der bisherigen Form sicher nicht hat, weil es da ganz klare Vorschriften gibt. Gibt es natürlich auch Umstellungszeiten, was hat man wann zu tun, das ist genau vorzugeben, damit man dann auch als Biobetrieb gilt. Und gerade in der Tierhaltung sind die Auflagen keine kleinen. 36 Monate, ich habe es vorher schon gesagt, 3 Jahre Umstellungszeit, wo man natürlich auch Verluste einfährt, wo man nicht davon ausgehen kann und deswegen 3 Jahre, wo man auch unterstützt wird von der öffentlichen Hand, wo man einfach die Erträge aus der Bio-Tierhaltung, Landwirtschaft und noch nicht haben kann und deswegen ist so wichtig. Ich bin, und jetzt höre ich wirklich auf, auch, ich muss nochmal sagen, es wird auch mit Bio, und das sage ich jetzt als Konsumentenschutzlandesrätin, es wird mit Bio auch Schundluder getrieben. Wo Bio draufsteht, ist nicht immer Bio drinnen, ich warne davor. Vor allem, ich lege Wert darauf, dass wir immer um Ursprung und Herkunft uns umschauen. Wenn ein Bioprodukt x Wochen für eine Anreise braucht, bis es dort ist, wo es ist, nämlich im Geschäft, wo ich es dann als große, gesunde Bioprodukte kaufe und auch mehr dafür zahle, das ist es dann, das kann es nicht mehr sein. Ich lege hier Wert darauf, auch klar zu sagen, Ursprung, Herkunft. Dann bin ich sicher, wenn ich das in Kombination mit Bio kaufe, dann habe ich das, was ich als Konsument erwarte.
frisch, Qualität, Qualitätssicherung und vor allem auch nachhaltig. Und ich tue mir was Gesundes und mir und meinem Körper, weil ich einfach Dinge habe, die weder in irgendeiner Weise hormonell oder beispielsweise im Spritzmittelbereich irgendwas passiert ist. Aber bitte nicht automatisch auf Bio hingreifen und glauben, jetzt ist die Welt gerettet. Das ist mir schon wichtig auch zu sagen. Ich darf an den Herrn Präsident weitergeben. Ich freue mich, dass seine Stimmqualität besser ist als meine. Und für die muss ich mich noch entschuldigen. Ich habe keinen Fehler gemerkt. Ich merke nur, dass ich am Frosch jetzt. So. Auch guten Morgen von meiner Seite, Frau Landesrätin, Herr Preisecker, meine geschätzten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich auch, dass wir heute dieses Pressegespräch hier im Betrieb Preisecker abhalten dürfen. Ja, man könnte sagen, es ist so etwas wie Bilanz ziehen. Das Bauernjahr ist ja, geht schon langsam dem Ende zu. Die letzten Erntearbeiten werden zur Zeit in diesen Tagen und Wochen jetzt noch erledigt. Gott sei Dank passt das Wetter heuer hervorragend, nicht so jetzt zumindest in der Herbstsaison. Vergangenes Jahr haben wir ja die vielen Regenfälle gehabt, die uns da sehr, sehr in der Arbeit gehindert haben. Und so wie wir das jetzt für Bio machen, werden wir das sicherlich auch für die anderen Bereiche machen. Angesprochen auf Ihre Frage, ja, reden wir jetzt nur mehr über die Biolandwirtschaft, ganz im Gegenteil, die burgenländische Landwirtschaft ist eine große Familie mit vielen Sektoren. Und Bio ist ein immer wichtiger und größer werdender Betriebszweig. Wir haben sie aus den Zahlen vorhin gehört. Wenn ich sage Bilanz ziehen im heurigen Jahr, natürlich war es eine Riesenherausforderung für die Produktion. Dieser Hitzesommer mit Dürre, mit fehlenden Niederschlägen und, hat natürlich auch riesige Auswirkungen auf die Kulturen und auf die Produktionsergebnisse gehabt. Das trifft jetzt nicht nur die konventionelle, sondern selbstverständlich, weil auch die Biolandwirte sind unter diesem selben Dach, das wir nicht haben, nämlich nur den Himmel über uns, und da kann halt immer sehr viel passieren. Es sind auch die Märkte großteils sehr, sehr angespannt, vor allem deswegen, weil ja wir von globalen Märkten reden und weltweit es sehr gute Ernten im heurigen Jahr zum dritten Mal in Folge gegeben hat. Das heißt, dass auch die Lager zusätzlich gefüllt sind, und wenn halt mehr Produktion als Verbrauch da ist, dann spiegelt sich das auch am Preis nieder. Anders ist die Situation im biologischen Anbau und in der biologischen Produktion. Hier kann man von einem Nachfragemarkt reden. Also der Bedarf an biologisch produzierten Lebensmitteln ist nach wie vor da. Und da ist noch einiges Platz nach oben, und deshalb auch unsere sozusagen Werbeinitiative in diesem Bereich, sich zu überlegen, wenn man noch nicht eingestiegen ist, auch einzusteigen, weil es, glaube ich, auch aus wirtschaftlicher Sicht eine gute Überlegung aus meiner Sicht darstellt. Positiv erachte ich, dass Bio boomt. Auch deswegen, weil der Lebensmittelhandel vor Jahren auch auf diesen Zug aufgesprungen ist, und das ist ja ein großer Markt, der hier bedient werden kann, wenngleich man sagen muss, und ich habe vorhin gesagt, da ist noch Platz nach oben, vom frischen Segment her gesehen, ist der Anteil der biologischen Lebensmittel vom Gesamten gesehen her nur 8%. Aber das ist kontinuierlich in den letzten Jahren gestiegen, macht auch immerhin österreichweit eine Wertschöpfung von 370 Millionen Euro aus. Also dass man sich vorstellen kann, es geht da schon um entsprechende Mengen und Summen. Und so gesehen bin ich überzeugt, dass Bio
heute sehr deutlich bereits aus dem Status der sogenannten Nischenproduktion entwichen ist und zu einem ökonomischen, zu einem attraktiven Marktsegment geworden ist. Und das kann man natürlich im Burgenland besonders erkennen. Wir haben die Zahlen vorhin gehört, wenn 26% der Ackerfläche biologisch bewirtschaftet werden mit den 917 Betrieben, so ist es schon ein gewaltiges Erfolgserlebnis, das wir hier zustande gebracht haben. Und warum sind die Betriebe im Osten Österreichs, die biologisch bewirtschaftenden Betriebe, größer als das im Westen der Fall ist, weil ja sehr viele von diesen 900 Betrieben in den Ackerbau, in den Getreidebau eingestiegen sind und dort sind ganz einfach die Flächen größer. Und wenn große Betriebe hier dabei sind, wie Gutshöfe beispielsweise, so reißen die natürlich den Schnitt auf, wie viel haben wir gesagt, 51 Hektar pro Betrieb natürlich in die Höhe. Aber das ist ja eigentlich in Ordnung so und wir freuen uns, dass es hier diese Zunahme gegeben hat. Ich denke, Landwirtschaftskammer ist ein paar Mal angesprochen worden und ich glaube auch, dass die Agrarpolitik ihres dazu beigetragen hat, dass wir rechtzeitig den Wert der biologischen Produktion erkannt haben und dies auch entsprechend unterstützt haben und nach wie vor unterstützen werden. Ansonsten wäre es sicherlich nicht so möglich gewesen, seit dem Jahr 2000 bis zum heutigen Datum einfach die Anzahl der Betriebe zu verdreifachen. Ich glaube auch, dass das Image der biologisch produzierten Lebensmittel ein sehr, sehr hohes ist. Die wichtigsten Aspekte der Konsumenten sind meiner Meinung nach der Wunsch, sich einfach möglichst gesund zu ernähren, auf einen besonderen Lebensstil Wert zu legen. Lebensmittelsicherheit sind wichtige Themen, Umweltbewusstsein und natürlich auch die Regionalität. Und der Konsument ist auch bereit, einen höheren Preis für diese doch aufwendigere Produktion, daher ist auch der Preis gerechtfertigt, letzten Endes zu bezahlen. Die Bioproduktion, das ist für mich so etwas wie die Königsklasse in der Landwirtschaft. Man muss sich ganz einfach noch intensiver mit dem Boden auseinandersetzen. Und das erfordert natürlich viel Wissen, viel Professionalität und daher ist auch die Wissensvermittlung, all die Kurse, die Ausbildungsmöglichkeiten, die hier über die Kammer und auch sehr unterstützt vom Land angeboten werden, ganz, ganz wichtig. Ich möchte aber auch eines noch anmerken. Wir dürfen uns nicht nur ausschließlich jetzt auf die Produktion verlegen. Produzieren ist wichtig, aber genauso wichtig aus meiner Sicht ist das Kommunizieren, nämlich zu vermitteln, dem Konsumenten vermitteln, was hinter Bio steht, für welche konkreten Werte die biologische Landwirtschaft steht. Den Boden angesprochen, die Biodiversität, der Schutz des Wassers und, und. Das sind viele Dinge, wo wir uns ganz einfach noch viel intensiver als in der konventionellen Landwirtschaft hier mit diesen Themenbereichen auseinandersetzen. Und wichtig ist es auch, dass man dem Konsumenten das auch sichtbar macht, dass er Orientierungshilfe hat bei seinem Einkauf. Und da bin ich jetzt bei den diversen Gütesiegeln, die es ja auch im Biobereich gibt, ob das von Bio Austria ist, ob das die europäischen Biosiegel und andere mehr sind. Ich möchte aber heute vor allem auf dieses AMA Bio Gütesiegel hinweisen, weil es das einzige unabhängige, behördlich anerkannte Gütesiegel für biologische Lebensmittel ist und weil hier Qualität, Herkunft und sehr strenge Kontrollen damit einhergehen. Und es ist gesagt worden, die Herkunft ist wichtig. Ich bin überzeugt, dass die Zukunft der Landwirtschaft muss auf die Herkunft hier setzen und daher
unser Thema mit Regionalität, mit unserer Genussstrategie und Genussregion und all das, was hier zusammengehört, ist, glaube ich, eine wichtige, die richtige Richtung. Dafür bedanke ich mich, Frau Landesrätin, dass Sie auch hier auf diesem Zug sehr stark drauf sind und ihn nach vorne bewegen. Ich denke, Regionalität und kurze Transportwege, das sind ganz einfach wichtige Assets für den Konsumenten. Und zum Schluss nochmal, weil das Thema ist, aufmerksam zu machen, jetzt ist noch die Möglichkeit, in Bio einzusteigen. Wir haben ja dieses Programm Ländliche Entwicklung, das bis 2020 jetzt geht. In diesem Programm Ländliche Entwicklung ist das ÖPOL-Programm ein ganz wichtiger Schwerpunkt und in diesem ÖPOL gibt es 19 Maßnahmen und eine eigene, die Biomaßnahme, also gibt es einen eigenen Bereich, auch budgetär abgedeckt. Und ich glaube, dass, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind zurzeit 80% der Betriebe, die im Burgenland wirtschaften, im ÖPOL bereits drinnen und bewirtschaften so eine Fläche von 90%. Also wir haben da wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil. Und jetzt gibt es natürlich noch einige, die heute halt noch nicht sich überlegt haben, vielleicht überlegen wollen, einzusteigen. Und für diese ist wichtig, dass sie zumindest mit dem jetzigen Antrag, jetzt spätestens 15. Dezember, mitteilen, ja, wir wollen in die biologische Produktion, in dieses ÖPOL einsteigen, dann können sie das. Wenn sie aber schon im ÖPOL drinnen sind, dann haben sie bis 2019, wenn man es konventionell beispielsweise jetzt macht, die Möglichkeit, in eine höherwertige Maßnahme, und das wäre Bio, noch umzusteigen. Also es betrifft jetzt zwar nicht einen ganz großen Sektor, aber schade um die, die hier einen Termin versäumen würden. Und deshalb wollen wir das jetzt auch über die Medien nochmals entsprechend mitteilen und so eine Art Service an unsere bäuerlichen Betriebe anbieten. Das wäre es von meiner Seite. Danke nochmal, Frau Landesrätin, dass wir das heute gemeinsam machen dürfen. Ja, wir sind gespannt. Der Herr Preisecker wird uns jetzt offenbaren, wie war das bei Ihnen in der Familie? Warum haben Sie sich entschieden, dass Sie auf Bio umsteigen? Ja, wir sind umgestiegen 1989 und das war ein Zwangsumstieg. Wir haben kleine Kinder gehabt, wir haben einen typischen Obstbaubetrieb gehabt. Wir sind damals noch mit der richtigen chemischen Quelle gefahren. Der Kanister haben noch Totenkopf drauf gehabt. Und die Frau hat gesagt, entweder du machst das anders, auch nicht ein, oder wir hören mit der Landwirtschaft auf. Ja, da ist mir nichts anderes übrig geblieben, wir haben einen neuen Weg suchen müssen. Und da haben wir einen Bootfischer in der Nähe von Wiener Neustadt, einen Demeterbauer, kennengelernt. Und der und meine Frau war eigentlich schuld, dass wir jetzt seit 26 Jahren Biolandwirtschaft haben. Was produzieren Sie alles? Was tun Sie alles? Ja, wir sind ein typischer kleiner Betrieb, der in Wiesen natürlich die Ananas, Erdbeeren produziert. Dann haben wir Kirschen, Äpfel, Birnen, Pfirsich, Marillen, Quitten, Zwetschgen und machen auch Kartoffeln und für einen Biobetrieb einen Dinkel und Weizen und so ein bisschen Getreideanbau. Also ein Betrieb, den es eigentlich gar nicht mehr geben darf. Wir haben eigentlich von überall alles außer die Tierhaltung. Machen auch die Verarbeitung, also wir machen Säfte. Da bin ich nicht schuld, das macht schon die nächste Generation. Da kommt auf lauter blöde Ideen. Und haben wir ja das erste Mal einen Erdbeernektar gemacht und lauter so Sachen. Und machen eigentlich bei uns die Produktion geht 90% in die Direktvermarktung und nur 10%, was wir halt mehr Mengen haben. Wie beim Getreide, das geht dann an einen Großhandel. Ihre Tochter, die Daniela, ist ja schon Betriebsführerin, ne? Das ist eigentlich, ne, bei uns gibt es seit 25 Jahren, seit die Chefs weiblich bei uns da. Die Mutter hat es an meine Frau übergeben und die Frau hat es jetzt an die Tochter übergeben. Also das sind die Chefs und ich bin eigentlich nur der Knecht mehr daheim. Aber es ist angenehm, Knecht zu sein. Ja, für einen Knecht ist es sehr gut aufgelegt. Und sehr, sehr erfolgreich. Ja. Gratuliere Ihnen. Herzlichen Dank nochmal an Sie, dass wir da sein dürfen
Und ich bin ganz sicher, dass Sie Fragen an uns drei haben. Bitte. Wie viel Mengensumme steht zur Verfügung für die Förderungen? Ja, da gibt es natürlich einen Topf, das ist im Ella-Bereich ganz klar festgelegt für Maßnahmen. Die Frage ist natürlich, in welche, dass man einsteigt. Macht man beispielsweise Ackerbau, dann schaut wieder die Förderung anders aus, als wie man geht in die Produktion von biologischer Tierhaltung. Da gibt es zusätzliche Maßnahmen, weil man ja da Stallvergrößerung hat und so weiter. Also so kann ich Ihnen das leider nicht sagen, weil es in verschiedenen Maßnahmen ist. Der Ella, ja, der insgesamte Topf des Ella, ländliche Entwicklung, sind 445 Millionen Euro. Damit ist es der größte Fördertopf, den das Land Burgenland überhaupt zur Verfügung hat. Nur zum Vergleich, Europäischer Sozialfonds bzw. EFRE, also Hardware, Industrie und so weiter, Tourismus, sind über 70 Millionen und der Landwirtschaftsbereich macht 445 Millionen aus. Davon in etwa gehen allein in ÖPOL oder Direktzahlungen oder Ausgleichszahlungen ungefähr 286 Millionen. Da ist natürlich auch der Biolandbau dabei, aber wie gesagt, je nachdem, was der Schwerpunkt ist, gibt es zusätzliche Förderungen. Beispielsweise, was ich auch sehr froh darüber bin, dass man auch auf den erneuerbaren Energieschwerpunkt noch immer Wert legt, auch in dieser Förderperiode. Das heißt, gibt es Landwirte, und das ist sehr, sehr oft natürlich, geht das Hand in Hand. Einer, der mit Herz und Hirn ein Biolandwirt ist, der setzt auf erneuerbare Energie. Da gibt es beispielsweise zusätzlich für Photovoltaik, Solar oder Biomasse dann ein Zusatzprogramm. Also auch das ist geblieben. Also insgesamt, wie gesagt, doch eine sehr, sehr große Möglichkeit, aber nicht nur für den Biolandbau, sondern auch für den konventionellen Landbau. Ganz genau, das ist ganz einfach. Also bevor Sie umsteigen, würde ich mich auf jeden Fall informieren. Danke, super. Vielleicht den einen oder den anderen Vortrag, der angeboten wird, sich anzuhören, ob sie überhaupt zu Ihnen passt. Weil das ist ja, es hat schon gesagt, worden, das geht vom Kopf aus. Man muss das leben. Bio macht man ja nicht, weil man vielleicht jetzt um 100 Euro pro Hektar mehr an Förderung kriegt. Es wird den einen und anderen, werden es auch solche sein, aber in Wahrheit sind Biobauern, die einfach aus dem Inneren heraus überzeugt sind, hier machen wir was Gutes für die Umwelt im Bereich des Tierwohls und können auch dem Konsumenten gesunde Produkte anbieten. Das ist ja der innere Drang da. Und wenn Sie den Schritt einmal gesetzt haben, dann muss man einfach die heute schriftlichen Erledigungen machen, wird alles über das landwirtschaftliche Bezirksreferat, wird Ihnen da geholfen. Und dann müssen Sie sich sowieso wahrscheinlich gehen zum Bio-Austria-Verband oder schließen sich einen anderen Verband an, wo auch eine umfassende Beratung ist, gemeinsam auch mit der Landwirtschaftskammer, weil es ist ein großer Lernprozess. Ich bin jetzt so lange schon dabei und ich bin zwar kein Biobauer, weil ich mache es immer noch konventionell, aber ich höre mir immer mit großer Aufmerksamkeit die Vorträge an, weil ich da wirklich merke, man muss da verdammtes Wissen haben, das alles im Zusammenhang mit dem Boden. Als Biobauer kann man nicht sagen, ich mache die Arbeit übermorgen, weil da habe ich gerade Zeit, sondern das muss man genau dann machen, wenn der Zeitpunkt richtig ist, Herr Preisiger. Man kann den Weizen nicht striegeln nächste Woche am Samstag, nicht, weil jetzt fahren wir noch irgendwo hin, sondern da werden die Beikräuter nur mehr lächeln. Und so kann man es, Beikräuter sind die Unkräuter, so reden die Biobauern, kann man dann in den Griff bekommen. Und wenn man es wirklich gut macht, dann ist der Unterschied vom Ertrag nicht allzu groß. Also es ist gerade bei uns im Trockengebiet, im pannonischen Raum, wo auch nicht so die Pilzgefahr vorhanden ist, einladend in so eine Produktion zu gehen. Aber das Wissen gehört dazu, das müssen Sie sich aneignen und Sie werden dann auch informiert, welche Maßnahme wie dotiert ist. Weil ohne Unterstützung wird es sicherlich nicht gehen.
Die österreichische Landwirtschaft hat sich ja zum Ziel gesetzt, besonders ökologisch, umweltfreundlich zu produzieren. Wir haben auch nicht die großen Strukturen, wie das anderswo in Übersee beispielsweise ist. Daher müssen wir rein in Qualität und auf Qualität uns orientieren. Das ist ein höherer Aufwand, da wären auch die Erträge dann, wenn ich nicht die Chemiekeule so anwenden kann, nicht so hoch sein. Und daher ist es eine Art von Leistungsabgeltung, die wir über die öffentliche Hand bekommen. Und ich sage auch noch dazu, gefördert wird ja nicht der Landwirt ausschließlich, sondern in erster Linie auch der Konsument, weil der Konsument hat ja dann das Privileg, dass er diese herrlichen Produkte aus der Region genießen und kaufen kann. Also wirklich ein Kompliment an die Landwirtschaftskammer. Das können Sie wirklich alle an Sie gerichtet, an Sie alle gerichtet. Die Landwirtschaftskammer begleitet den Umstieg mit den Biobauern, nicht nur was jetzt die Förderanträge, den Umstieg, sondern auch die Ausbildung und Weiterbildung ist sehr, sehr gut. Es gibt ja eigene Bio-Begleiter, die einfach den Schwerpunkt haben, aber auch der Herr Landwirtschaftskammerpräsident hat gesagt, auch die Bio-Ernte Austria ist natürlich schon ein gutes Instrument, die nichts, also sozusagen den Schwerpunkt dort haben, nämlich in der Begleitung. Aber wir haben einen sitzen da. Was haben Sie dazu? Haben Sie Wissen, ich meine, Sie sind zu einer Zeit eingestiegen oder umgestiegen, wo es ja das alles gar nicht mehr gegeben, ne? Ja, jetzt ist es wirklich, wie der Herr Präsident und Sie schon gesagt haben, es ist einfach, man geht auf die Landwirtschaftskammer, bei uns heißt Bezirksreferat, und sagt, man will umsteigen. Die erklären die ganzen Prozedere, wie das geht, die sagen uns, was für Kontrollfirmen das gibt. Weil man muss ja bei einer Kontrollfirma bis spätestens 1.1. melden. Man braucht einen gültigen Kontrollvertrag, weil bei uns wird einmal im Jahr mindestens durch eine Kontrollfirma der Betrieb kontrolliert. Das sind immer die Voraussetzungen. Und dann eigentlich ist man in den ganzen Werken drinnen. Man kriegt die Weiterbildungskurse, ist egal von den ganzen Verbänden, was es gibt, aber man kriegt es auch von der Kammer. Und dann rennt es so richtig rund. Einmal im Jahr wird man kontrolliert durch die Kontrollfirma. Es kann dann sein, dass man noch eine zweite Kontrolle kriegt durch die Kontrollfirmen. Unangekündigt. Das steht da. Es kommt auch unangekündigt. Wir sagen, der Lebensmittelinspektor, die Lebensmittelaufsicht kommt auch vorbei. Und wenn man Pech hat, kommt noch die Agrar. Markt Austria, die Arme auch noch vorbei und wird auch noch kontrolliert. Also als Biobauer muss man da brennt sein, dass man alle Geräte einen Kontrolleur im Haus hat. Aber ich finde das gut, dass das auch so ist, weil dann hat der Konsument da die Sicherheit, dass er wirklich Bio kriegt, wo Bio draufsteht.